Hallo Freunde, herzlich willkommen zu einer weiteren Folge vom Landwirtschaftssimulator 2019 auf der Map Estancia La Pacho. Und ja, ich wünsche euch zuallererst mal hier recht herzlich und einfach allumfassend frohe Weihnachten. Oh. Das ist etwas überraschend für mich, dass der Baum hier auch noch einen Ton dabei hat. Ja, das war ein bisschen überraschend. Aber ich wünsche euch auf jeden Fall heute einen allerschönen, den schönsten 24. Dezember des Jahres. Lasst euch reichlich beschenken, beschenkt auch reichlich, aber denkt dran, nicht immer Geld ist alles. Also von dem her, schenkt auch gern irgendwas anderes. So, ich muss mal eben gucken, wo wir abgeblieben sind. Da hinten stand irgendwas rum. Hier ist der LKW. Hier ist der Drescher. Ah, da habe ich den Dünger schon stehen, okay. Dann räumen wir mal kurz ein bisschen auf hier. So, gestern habe ich mal wieder ein bisschen Minecraft gestreamt. Und ich muss sagen, das kam bei euch ziemlich gut an. Also da war ich a little bit impressed. Wenn ihr davon mehr sehen wollt, dann haut mal in die Tasten. Und schreibt mir das. Ich fahre die ganze Zeit mit Tastatur, ich weiß gar nicht warum. So, Fakt ist, wir haben hier drei Felder, die sind, wir haben ja letztes Mal noch Feld 7 gekauft. Wir haben noch 187.000. Ach stimmt, warte mal, was wollten wir noch machen? Was wollten wir noch machen? Das kostet 170.000. Was war denn das? Ich wollte irgendwas mit 170.000 machen. Andersrum wäre eigentlich besser gewesen. Das spiegelt so. So, da steht er doch eigentlich ganz gut. 170.000, was wollte ich damit machen? Wollte ich mir davon irgendwas kaufen? Ich meine, das war irgendwo eine krumme Zahl über 170.000. Der kostet 100.000, passen 50 Tiere rein. Also wenn wir auf Pferde gehen, müssen wir eigentlich überlegen, ob wir den hier nehmen.
überlege gerade, was das war. Ich weiß, dass es ungefähr 170.000 waren. Will ich einen neuen LKW, Traktor? Nee. Schutz. Das reicht bei weitem nicht. Ach, was wollte ich denn machen? Was wollte ich denn machen? Ich habe extra letzte Folge noch den Raps verkauft, damit ich hier irgendwie was bauen kann. Aber was war denn das, verdammt? Ich glaube, ich muss mal kurz in die alte Folge reingucken. Sonst wird's doof, wenn ich dann das Geld ausgebe. Haben wir ein bisschen Kapital, das ist ganz gut. 180.000 hatten wir, glaube ich, das brauchen wir für die BGA. Das war's. Wir wollten uns die BGA kaufen. Aber warte mal, hat die eigentlich ein Silo? Weil wenn die kein Silo hat, sondern nur so ein Abladetrigger, dann funktioniert es ja trotzdem. Dann müssen wir uns die auch gar nicht kaufen. Glaube ich. Oh, Tannenbaum. Gedüngt, 50% Hafer. Ach stimmt, wir haben glaube ich überall Hafer jetzt angepflanzt, ja? Dieser Sound. So, warte mal kurz, gucken, was wir wo angepflanzt haben. Ne, nicht überall Hafer. Hier Hafer, da Soja. Warte mal. Ich muss noch ein bisschen die Arbeit einstellen, weil hier wird nichts gearbeitet und dann wollen sie trotzdem alle Geld haben. Es geht nämlich nicht. Ich bin so verpeilt ein bisschen. Okay, der muss gedüngt werden, passt. So, jetzt ab geht die Luzi. So, der Landschaftsgärtner, der kommt glaube ich erst nächstes Jahr. Wir gucken uns jetzt mal kurz die BGA an, um zu schauen, ob sich's lohnt, die zu kaufen. Wenn da nur, oder wenn ich an den Trigger rankomme, zum Silage verkaufen, dann brauche ich eigentlich die BGA nicht kaufen. So, hier haben wir zwei große Silos. Was haben wir hier noch? Dann haben wir hier einen Trigger für Gülle wahrscheinlich. Hier ein, um Silage zu verkaufen, oder? Guck mir das mal genau an. Ja, hier ist der Silage-Trigger. Und es ist ein Race, den ich in meinem Kopf habe, aber du musst einen Schritt weg von ihm.
Okay. Also das ist ein offizieller Trigger, das heißt, da kommen wir auch ran, hoffe ich. Wenn wir das nicht gekauft haben. Ich bin nicht fett genug. Okay. Und hier ist gerestet, denke ich. Yep, das sieht aus wie Scheiße. ups. Okay. Oh oh. Wie komme ich denn hier jetzt wieder raus? Nein, ich bin in der Gülle gefangen. Okay. Okay, also. Würde ich eigentlich sagen, wir verzichten darauf. Vor allem, warte mal, ich habe gestern was gesehen. Weil ich habe im Singleplayer auch Silage gemacht. Das muss gar nicht zur BGA, das muss zur Scheune. So, aber wenn wir die BGA kaufen, die geben uns vielleicht einen besseren Preis. Wir kaufen die BGA. Ja. So. Guck mal. What the fuck? Is this real? 1500 für Silage? Ist das real? Ein Maximumpreis, oder? Okay. Muchas gracias, Senora. Also meine Lampe jetzt. Weh, hier liefert jemand Silage ab, hey, dann kriegt er aber ein kleines Problem hier mit mir. Können wir mit der anderen Sämaschine Mais anpflanzen? Ich glaube nicht. So. Wo ist er denn? Hier ist er. Eine Bahn noch. Und das reicht sogar. So viel Dünger hat er gar nicht gebraucht. Warum dünnt denn der das andere Feld schon? Mein gutes Saatgut, meinen guten Dünger gibt der weg. So, wir schwingen uns mal hier in den hier. Mal kurz gucken. Silage. In dem Häckselgusi im Fass für Kerze kann hergestellt werden, indem du einen Ballenwickler, Grashundballen entwickelst, eine da. Mhm. Ich würde aber gerne wissen, was ich alles häckseln kann. Also was kann ich denn alles häckseln, damit ich es in das Silo schmeißen kann?
Meine, wir können Gras natürlich auch machen, aber das kommt natürlich bei Weiben nicht so viel raus. Oder? Ich meine, dass das irgendwo stand. Ich finde es jetzt nicht, Mensch. Häckselgut. Hier. Häckselgut kannst du herstellen aus Mais, Weizen, Gerste oder Raps. Also, dann Raps anpflanzen. Ist ja logisch. Also wenn man aus Raps das machen kann, dann nehmen wir das. Haben wir bei dem hier eigentlich die Achse? Nee. Hey, warum habe ich hier kein... Warum gibt es hier kein Tempomat? War ja komisch. So, wir werden jetzt hier dieses Feld anpflanzen mit Raps, dass wir dann auch eine Grundlage für die BGA haben, weil 1500 pro Liter, also pro 1000 Liter, ist natürlich ein übelst heftiger Preis. Natürlich wird er jetzt wieder sinken, ist auch kein Ding, bis das hier angewachsen ist. Aber wir möchten uns halt die Optionen offen halten. Dass wir hier auch einen coolen Ertrag kriegen. Schauen wir mal. Ich würde an dieser Stelle sagen, wenn es euch gefallen hat, lasst einen Daumen nach oben da, Like, Abo oder Kommentar. Wir sehen uns morgen am ersten Weihnachtsfeiertag wieder. Auch da kommt von mir eine Weihnachtsfolge, eine Folge Farming Simulator. Und ja, bis dann. Haut rein. Ciao.